Alter Schwede, okay, jetzt muss ich sogar hier hochscrollen. Okay, 60 Punkte jetzt zu vorne. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ich habe gerade die wahrscheinlich beste Handelssession der letzten Monate gehabt und entsprechend will ich die natürlich auch mit dir teilen. Ganz, ganz wichtig und auch jetzt vielleicht eine kleine Challenge an dich. Wenn du jetzt wirklich in kurzer Zeit viel lernen willst, wenn du auch so ein bisschen mal einen kleinen Profit-Porn haben willst, ich sag's mal so, ne? Dann auf jeden Fall jetzt dranbleiben. Nimm dir wirklich die nächsten 10 bis 15 Minuten Zeit, du wirklich aktiv zuschauen, überleg, warum tue ich einen Trade eingehen, warum tue ich einen Trade laufen lassen, warum tue ich eine Session vielleicht auch mal beenden und erst am nächsten Tag weiterhandeln, je nachdem, was dich gleich alles erwarten wird. Wirst auf jeden Fall eine Menge viel lernen, deswegen viel Spaß mit dem Video und wenn du dieselbe Plattform nutzen willst, wie ich es hier im Video mache, schau ganz gerne in der Videobeschreibung nach, da wirst du das im obersten Link auch finden. Wir sind jetzt hier genau EMA 50 dran. Wir haben ja Intraday heute schon einen verdammt langen Abwärtstrend, sage ich mal. Entsprechend ist die klare Idee, dem Trend irgendwie erstmal zu folgen. Und ich kann mir vorstellen, dass jetzt quasi der EMA 50 Grad so nach bei diesem Rebound, weil so der letzte Moment ist zwischen, tun wir noch weiter abwärts absacken, sage ich mal, oder kommt jetzt halt quasi Bodenbildung und dann ab nach oben letztendlich. Ne, entsprechend würde ich mal gucken, dass wir sobald hier oben so einen kleinen Docht bilden, und das soll jetzt gerade eben der Fall sein, ich direkt mal den Short noch probiere, werde so schön gediegen so 10 bis 12 Punkte Stop-Loss mal geben, sprich jetzt zum Beispiel, ich mache jetzt mal 12 Punkte lieber jetzt hier rein, ne? Machen wir genau 12 Punkte rein und wenn, ich sage mal jetzt Folgendes, nämlich wieder das Idee, Stop-Loss da, wo die nicht mehr intakt ist, dort einfach plus hinsetzen, okay? In dem Fall heißt das einfach bloß, wenn wir jetzt meinen Stop-Loss hier auslösen, weiß ich, okay, wir tun meine Trendfolge nach oben überschreiten, da weiß ich, okay, Abwärtstrend, aha, ist gerade ein bisschen fraglich letztendlich, entsprechend könnte ich dann vielleicht sogar auf Longsuche gehen, mit der Idee sogar, dass wir wirklich dann den Boden gerade eben bilden. Ansonsten, solange nicht mein Stop-Loss getroffen wird, heißt das ja aber auch noch, dass die Trendfolger, sage ich mal, intakt sind, entsprechend aber auch, dass meine Idee weiter zu shorten erstmal intakt ist, deswegen da quasi der Stop-Loss hin. Und quasi natürlich auch jetzt hier wunderschön über dieses kleine Kerzenhore hier oben drüber, auch noch mit ein bisschen Abstand. Das passt, denke ich, erstmal, sieht ganz gut aus. Und jetzt einfach mal gucken, wie gesagt, ob das jetzt hier wirklich eine Short-Trendfolge werden kann. Wenn ja, ist das Ziel auf jeden Fall, Tagestief hier unten zu erreichen. Vielleicht sogar einen Breakdown, das wäre richtig krass, muss ich sagen. Mal gucken, ob ich so lange durchhalten kann oder ob ich da ein bisschen zu ungeduldig bin. Okay, erste Reaktion ist, sage ich mal, nicht verkehrt. Gerade eben schon 8 Punkte vorne gewesen. Sieht also erstmal ganz gut aus. Wir haben jetzt hier oben auch wirklich wunderschön am EMA 50 hier, ne? Wie gesagt, ich habe immer EMA 20 und EMA 50 im Chart drin. Wirklich schön die Dochte oben dran gebildet. Das zeigt mir quasi, wir haben versucht hochzulaufen, haben auf den Deckel bekommen, haben wieder versucht hochzulaufen, wieder auf den Sack bekommen. Und zwar und so fort letztendlich entsprechend deutliches Signal für mich für Abweisung und entsprechend auch, dass meine Idee intakt ist. Nächster Schritt wäre vielleicht, wenn wir irgendwie in diesem Bereich hier unten drin sind. Ich bin dann so ungefähr 20 Punkte vorne vielleicht, dass ich dann mal den Teilgewinn rausnehme, als auch natürlich dann zeitnah vielleicht auch den Stop-Loss nachziehe. Jetzt habe ich gerade eben zum Beispiel 13 Punkte vorne. Ich habe einen 12 Punkte Stop-Loss gehabt, entsprechend mein Risiko verdient. Okay, jetzt 14 Punkte sogar vorne. Okay, heißt also für mich sogar jetzt hier sogar direkt schon Stop-Loss auf Break-Even machen und jetzt mal gucken, ob ich hier unten dann gleich noch den Teilgewinn mal rausziehen könnte. Ja, zumindest eine ganz nice Sache. Okay, shit, kam jetzt gerade ein stärkerer Rebound, bin jetzt hier Break-Even rausgeflogen. Erstmal alles halb so wild. Was ich jetzt vor allem gleich machen werde, ist zu überlegen, okay, warte mal, finden wir hier erneut Abweisung? Wenn ja, heißt es für mich erneut Shorten. Ansonsten sollten wir jetzt hier diese Hochs überschreiten, weiß ich, okay, jetzt ist die Wahrscheinlichkeit für den Boden sehr, sehr hoch, weil da haben wir deutlich die EMAs überschritten. Und da könnte ich quasi das jetzt zum Beispiel als so ersten kleinen Impuls werten, Rücksetzung und nächster neuer Impuls, der sich dann direkt schon bilden könnte letztendlich. Ne? Das ist quasi jetzt das, was ich herausfinden muss. Finden wir erneut Abweisung oder halt ist es doch diese Bodenbildungsdingens und ich gehe halt dann mal in den kleineren, aber riskanteren Long rein. Ich habe jetzt mal von den Tagestiefs bis zum letzten Verlaufsucht die Retracement-Level drüber gelegt und ich sehe, dass wir jetzt hier ziemlich exakt beim 38% Retracement-Level ja gerade eben schon mal, ich will sie mal ganz kurz wieder rauslöschen, ne, diese Kaufkraft gefunden haben, hier diese Hammerkerze, die mich ja dann Break-Even ausgestoppt hatte, dass wir gerade eben dasselbe wiederfinden und jetzt scheint es wirklich hier zu halten. Ich würde vielleicht sogar mal von hier unten deswegen auf den Long-Rebound spekulieren oder halt Trade, besser gesagt, nicht spekulieren, ist immer so ein ekliges Wort tatsächlich, ne, und wir aber haben direkt ein folgendes Ziel, entweder quasi jetzt hier diese Verlaufsucht zu erreichen oder halt sogar auch das Opening-Niveau zu erreichen letztendlich, okay? Also als erstes Mindestziel und Stop-Loss natürlich jetzt logischerweise unter diese Verlaufstiefs und da soll das erstmal ganz gut abgesichert sein. Wie gesagt, jetzt sieht es erstmal so aus, als könnte das jetzt hier doch so diese Bodentendenz sein, deswegen erstmal schön die Long-Order reingeschmissen. Okay, das sieht gar nicht gut aus. Wir sind am Anfang zwar schön hochgelaufen, aber jetzt quasi wieder kam der starke Abverkauf irgendwie. Hat quasi der EMA 50 jetzt doch noch gehalten gehabt. Ich tue gerade eben ganz schön schwitzen, dass ich jetzt hier nicht rausfliege. Ist verdammt eng, muss ich tatsächlich sagen. Aber mal gucken, was jetzt geht. Auf jeden Fall scheint so, als müssten wir dann doch wieder auf Short-Trend-Folge wieder wechseln, so wie es ausschaut. Erstmal aktuell zumindest, weil, wie gesagt, halt hier die EMAs ja plus minus ja doch gerade eben gehalten haben. Boah, kurz vorm Stop-Loss, doch wieder nach oben gedreht. Jetzt wieder um den Break-Even-Punkt herum, wieder leicht im Plus tatsächlich.
Vielleicht ist es jetzt doch der finale Boden gewesen und ich habe quasi doch den letzten Wegquetscher aus dem Markt doch noch überlebt. Mal gucken, was jetzt wirklich geht. Die Devise ist natürlich immer, wenn es anläuft, ist die Devise, das Ding weiterlaufen zu lassen. Das versuche ich jetzt mal. Sollten wir jetzt hier diese Verlaufsmuster überschreiten, dann sieht es richtig geil, glaube ich, aus für den Trade. Dann würde ich auch allmählich anfangen, Stop vielleicht ein bisschen mehr zu verringern, vielleicht in diesem Bereich oder sowas. Mal gucken, auf jeden Fall das Risiko Stück für Stück dann zu verkleinern, einfach bloß. Okay, also das Geier tue ich mir jetzt nicht mehr an. Das geht mir jetzt richtig auf die Nerven seit, wie gesagt, 10 Minuten im Trade drinne. Wir hatten jetzt hier schon mal einen schönen Schub nach oben gehabt, um drüber zu laufen. Hier gerade eben noch einen schönen Schub oder eine Möglichkeit gehabt, um drüber zu laufen. Wollte nicht drüber laufen. Wir merken, der Markt läuft jetzt in der Nasdaq plus seitlich, läuft jetzt im S&P plus seitlich. Heißt für mich quasi erstmal wieder Position komplett beenden letztendlich. Und einfach abwarten, bis wir jetzt doch nach oben ausbrechen für weiter Longsuche oder halt, dass wir doch nach unten wegbrechen für weiter Shortsuche. Aber das tue ich mir jetzt nicht mehr weiter länger an. Okay, anderer Handelstag, beziehungsweise halt einfach nächster Tag, jetzt zur US-Eröffnung, beziehungsweise auch kurz danach. Und ich muss jetzt direkt erstmal gleich einen Short reinschmeißen. Und zwar, ich habe nämlich folgende Idee. Ich bin Big Picture ein bisschen bärischer gestimmt. Entsprechend suche ich jetzt auch Intraday, wo sind potenzielle Short-Chancen. Und hier oben diese ganze Dochtbildung hier und hier und hier dran, das ist für mich jetzt ein Zeichen von Abweisung auf der Oberseite. Entsprechend könnte es jetzt quasi nach unten gehen. Erstes Ziel natürlich unten das Opening-Niveau. Das ist natürlich wieder mit Unterstützung zu rechnen. Entsprechend ist das ein cooles Ziel, denke ich. Stop-Loss logischerweise hier über die Verlaufsoft drüber. Bei, okay, 11 Punkte ist total in Ordnung in meinen Augen. Ich habe ja immer maximal 15 Punkte an Risiko, was ich haben möchte. 11 Punkte sind entsprechend da easy drin. Von daher, jetzt heißt es erstmal laufen lassen, gucken, dass der Trade auch wirklich anläuft. Dann irgendwann Stop-Loss nachziehen, vielleicht mal Teilgewinn rausnehmen, wenn ich merke, warte mal, irgendwas spricht gerade eben doch vielleicht eher gegen mich. Und ansonsten Take-Profit einsacken, mal gucken, was so gehen könnte. Okay, die erste Reaktion zeigt zumindest, dass meine Idee Früchte tragen könnte. War gerade eben schon 10 Punkte vorne. Ich lasse es, wie gesagt, trotzdem erst weiterlaufen. Ich habe ja auch noch nicht mein Risiko verdient. Aber erste Reaktion, erstmal super. Und okay, jetzt habe ich das Risiko verdient. Jetzt sind wir hier 11 Punkte plus. Entsprechend jetzt auch Stop-Loss auf Break-Even machen. Und jetzt mal gucken, einfach wie es weiter runterläuft. Wenn ich im S&P irgendwo ein Zeichen von wieder Kaufkraft finden sollte oder sowas, oder die Nasdaq ist vielleicht hier in diesem Bereich und diese langen Lunden unten dran, könnte ich vielleicht über den Teilgewinn mal nachdenken, Hälfte rausnehmen. Ansonsten heißt es allerdings eher einfach bloß alles oder nichts. Wird es ein Break-Even-Ding oder halt hier unten dann irgendwo vielleicht dieser Take-Profit werden? Je nachdem, mal gucken, was noch geht jetzt. Okay, das läuft ja erstmal wie Butter. Ich habe allerdings gerade eben gesehen, dass der S&P ein bisschen Probleme haben könnte. Entsprechend sage ich mal jetzt hier bei 20 Punkten im Profit, tue ich jetzt hier mal eine Hälfte tatsächlich rausschmeißen. Und jetzt halt einfach bloß weiter abwarten, ob der Markt wirklich noch weiter runterlaufen will oder halt eben letztendlich nicht. Ich sage mal, weil wenn wir uns den S&P angucken, der kommt nicht wirklich nach unten mit. Eigentlich ist ja die Idee, dass der S&P angeht, wo wir hinlaufen wollen. Das heißt, ich gehe davon aus, egal was der S&P macht, die Nasdaq wird es auch quasi mitmachen. Gerade eben sehe ich, S&P sagt, okay, warte mal, wir sind hochgelaufen. Wir bleiben auch erstmal stark. Wir könnten potenziell also weiter nach oben wegziehen. Und gegen halt nur die Nasdaq, die mal Alleingang runterläuft. Deswegen, die Chance besteht, dass die Nasdaq auch jetzt gleich wieder hier krass hochziehen wird. Deswegen Teilgewinn rausnehmen. Immer die Idee, wenn etwas gegen meine Positionierung spricht, Teilgewinn ziehen, alles easy. Ist aber ein guter Kompromiss. Okay, ist wirklich das eingetreten, was ich dachte. Wir haben jetzt hier diese Stärke gefunden. S&P auf dem Weg, wirklich neue Tageshochs auch zu machen. Von daher, na gut, erst mit der Exit, trotzdem nicht so schlimm. Wie gesagt, habe erst mal die Hälfte raus, waren, glaube ich, knapp 190 oder 200 € oder sowas rum gewesen. Muss ich gleich nochmal nachschauen. Von daher erstmal happy. Jetzt bin ich weiter natürlich noch auf Short-Suche insgesamt. Allerdings muss jetzt wirklich erst der S&P mir zeigen, von wegen, dass er wirklich auch runterlaufen will. Ansonsten muss ich wohl oder übel doch auf Long-Suche gehen. Auch wenn es mir halt nicht ganz so angenehm wäre. Aber notfalls, da bin ich einfach bloß Opportunist und nehme einfach das mit, was mir Kohle bringen könnte. Okay, Verkaufspower sehe ich nicht wirklich, wenn ich mir den S&P angucke, der hält sich sehr, sehr stabil hier oben. Entsprechend würde ich sagen, wenn es nicht Short sein soll, dann vielleicht halt Long. Ich würde mal gucken, dass ich jetzt diesen tiefen Kurs, wo wir jetzt auch hier erste Hammerkerzen bilden, die quasi Kaufkraft andeuten könnten, da werde ich einfach mal gucken, dass ich vielleicht jetzt hier Long in den Markt reinkomme. Werde mal unter das letzte Kerzentief jetzt hier, genau drunter 10 Punkte entfernt quasi, den Stop-Loss mal drunter setzen. Und jetzt ist einfach die Idee quasi, Intraday könnte vielleicht stärker kommen, die kann jetzt weiter fortgesetzt werden, in der Nasdaq als auch im S&P. Deswegen mindestens Ziel, was wir neue Tageshochs machen. Alles andere oben drüber mal gucken, wie weit man sowas laufen lassen könnte. Alter Schwede, ich habe keine Ahnung, was losging. Wir haben es gerade 16 Uhr, das heißt, es kamen wahrscheinlich irgendwelche News raus. Jetzt 38 Punkte vorne. Alter Schwede, ich tue mal einen Stop-Loss nachziehen, auf 25 Punkte absichern. Ich habe gerade echt keinen Plan, was für eine News kam, wenn ich ehrlich bin. Müssen wir mal reingucken. ISM Preisindex, irgendein Preisindex, okay. Ist jetzt für mich wahrscheinlich nicht das Wichtigste, wenn ich ehrlich bin. Deswegen hatte ich es jetzt auch gar nicht im Kopf gehabt. Schwein gehabt tatsächlich, wenn ich ehrlich bin. Das war jetzt ein reiner Glückstrade. Also das muss ich jetzt auch ehrlich mal zugeben. Aber manchmal muss man halt auch ein bisschen Glück haben letztendlich, ne? Ihr habt es ja gestern in den beiden Trades gesehen oder jetzt in dem Video halt drinnen, ne? Gestern lief immer gut an und danach ging es halt doch in die Hose. Ich will jetzt mal so bloß noch weiter nachziehen. Jetzt
von 55 oder von 50 Punkten jetzt zu 55 Punkten, 25 abgesichert. Alter Schwede, okay, jetzt muss ich sogar hier hochscrollen. Okay, 60 Punkte jetzt zu vorne. Alter Schwede, ich habe 45 Punkte gerade abgesichert. Holy shit. Ich habe noch nicht mal. Okay, das tun wir ganz kurz gemeinsam abwarten. Bis kurz vorm Stop-Loss. Das heißt, immer wieder weiter nachtrailen, sinnvollerweise, wie es geht, aber über den Markt noch genug Luft lassen, dass ich zum Beispiel genau solche kleinen Rücksätze halt überleben kann. Jetzt bin ich 60 Punkte vorn. Entsprechend tue ich mal auf zum Beispiel jetzt 50 Punkte mal weiter nachtrailen. Okay, alter Schwede. Holy shit. Okay, immer noch 60 Punkte genau vorne. Ach, ihr könnt das, glaube ich, gar nicht sehen letztendlich, ne? So, jetzt können wir es wieder hier sehen. 60 Punkte vorne, 50 Punkte abgesichert und immer weiter laufen lassen, immer weiter laufen lassen. Alter, gerade eben 1.100 € schon abgesichert. Okay, das hätte ich jetzt nicht gedacht. 65 Punkte vorne, ich tue jetzt wieder auf 55 mal nachtrailen. Ich tue jetzt mal quasi in 10 Punkte-Schritten so manuell nachziehen. Alter Schwede. Das ist verrückt. Eigentlich, wie gesagt, wirklich dieser, was haben wir hier? ISM Beschäftigungsindex zum nicht verarbeitenden Gewerbe. Na, ich habe da jetzt noch nie wirklich so drauf geachtet, sage ich mal, ne, wenn ich ehrlich bin. Deswegen wundert es mich gerade eben. Der ist jetzt hier auch in XIB, ist jetzt auch hier wirklich als 3 Sterne oder also sehr wichtig drin tatsächlich. Ne? Ich habe ihn noch nicht wirklich beachtet. Für mich ist halt immer wichtiger sowas wie ADP-Bericht, was donnerstags halt immer kommt, und NFP-Bericht, was freitags halt kommt, aber nicht mittwochs dieser ISM-Bericht. Deswegen bin ich ja gerade ein bisschen selber verwirrt. Okay, 75 Punkte vorn. Ich habe jetzt mal 65 abgesichert. Okay. Oh Gott, das ist krank. Und ich spiele vor allem mit voller Size drin. Das ist halt einfach nur wild. Jetzt hier gerade eben 80 Punkte vorne. Ho. Wer hätte das gedacht? Okay, das war ein verrückter Nachmittag. 70 Punkte im abgesichert von 80 Punkten jetzt. Big-Caps ziehen mit an. Alle anderen Indizes ziehen auch ganz gut an. Okay, jetzt sehe ich erste Anzeichen in den Big-Caps von wegen, wir können wieder korrigieren. Wird wahrscheinlich jetzt gleich, dass ich hier aus dem Trade rausfliegen werde. Alter Schwede. Das ist wild. Das ist richtig wild. Okay, da bin ich jetzt mit 70 Punkten noch rausgeflogen. Alter Schwede, was ein Ding. Ich sage, ISM Beschäftigungsindex. Ich hätte das nie im Leben jetzt so als krass erachtet. Ich muss ja gleich mal gucken, was wurde denn erwartet. Achso, das hat sich gerade eben noch, zeigt das hier gerade eben noch nicht an. Okay, das ist richtig wild. S&P ist auch hier. Wir gucken mal ganz kurz rein, das ist lustig, ne? Auch schön mit angezogen. Alter Schwede. Was ein Ding. Mal gucken, ob ich jetzt noch was finden könnte. Jetzt ist natürlich eine Idee, Rücksetzer weiter als Long-Chance zu nutzen. Ganz einfach gesagt. Mal gucken, ob ich da noch was finden könnte. Ich habe jetzt mal von den, sag ich mal, Impuls-Tiefs bis jetzt zu den Verlauf so schön die Retracement-Level drüber gezogen. Und jetzt ist einfach bloß die Idee, irgendwo an dem Retracement-Level drauf zu warten, bis wir quasi eine Lunde bilden, was quasi Kaufkraft andeuten könnte und dann dort wieder erneut rein zu longen. Und ich sage mal jetzt am 38er jetzt hier, das sind doch erste gute Anzeichen. Ich tue die mal relativ aggressiv direkt mal mitnehmen. Tue jetzt hier den Stop-Loss eng unten drunter setzen. Ich gebe mal 12 Punkte ungefähr, dass ich wirklich hier noch einen Ticken. Hat sie sich eingeloggt? Ja. Dass ich hier einen Ticken unter dem 8,30er noch drunter bin und dann quasi mal gucke, ob wir von hier aus wieder nach oben schießen können. Ansonsten heißt einfach bloß von hier aus stoppen lassen und dann vielleicht hier unten das Retracement Level longen. Oder vielleicht, wenn wir doch Kaufkraft finden, dann halt wieder erneut hier oben longen. Muss man dann mal abwarten, was da wirklich so passiert. Aber das ist jetzt erstmal so das Setting. Simpler Impuls, Trendfolger, sage ich mal, mit den Retracement Leveln. Okay, der Markt gibt mir recht, direkt jetzt 16 Punkte vor. Entsprechend tue ich mal den Stop-Loss auf Break-Even ziehen und ich werde aber auch relativ zeitnah, wenn wir hier oben irgendwo in den Bereich nahe der Hochs kommen, Teilgewinn wieder direkt wieder rausziehen und erstmal jetzt gucken, dass ich quasi nicht wieder Break-Even hier aus dem Ding rausfliegen sollte. Okay, ja, ich würde jetzt hier mal, ich kann auch mal die Retracement-Level übrigens rauslöschen, die nerven uns jetzt glaube ich bloß noch. Ich würde jetzt hier mal im Bereich, wie gesagt, nahe der Verlaufshochs hier mir eine Hälfte wieder mal rausziehen, gucken wir, Rechtsklick teilweise schließen quasi machen. Und dann sollte das jetzt erstmal laufen. Sehr nice. Bisschen was gesaved. Andere Hälfte bleibt erstmal Stop-Loss auf Break-Even. Und da ist einfach bloß mal abwarten, was jetzt auch natürlich zum Beispiel der S&P machen will. Will der wirklich weiter mit nach oben auch mitziehen oder halt eben nicht? Will das die Nasdaq auch mit durchsetzt oder halt eben nicht? Das heißt jetzt einfach bloß weiter abzuwarten in meinen Augen und Geduld zu zeigen. Perfekt. Wir sind jetzt genau in den Verlaufshochs. Und entsprechend würde ich sagen, tue ich auch jetzt den Rest rausschmeiße jetzt hier bei genau 27 Punkten. 29 Punkte sogar jetzt gerade eben noch hier gecatcht. Sehr geiler Trade, also besser kann man es fast nicht umsetzen. Und entsprechend würde ich auch damit erstmal, glaube ich, bei mir jetzt hier die Session beenden, weil alles andere kann jetzt bloß noch schlechter werden, sage ich mal. Ne? Von daher, ich bin erstmal happy, so wie es ist. Zwei jetzt sehr geile Trades gefunden und von daher vor das Ding mit der Halbpositionskurs war auch in Ordnung. Von daher bin erstmal happy soweit.